Alles Zeugs habe ich erstmal entsorgt. Alles, was vergammelt war. Ansonsten habe ich mein Quellwasser wieder aufgefüllt. Habe was Ordentliches gegessen. Und sitze jetzt hier und meditiere ein wenig. Damit meine Drachenschreie besser aus mir heraus. Aus mir herausspringen. Genau. So, dann will ich mich noch ein bisschen in diesem Dorf umschauen, umhören. Und dann geht's ab nach Margaret. Sonne geht auf. So. Hoffe ich doch, dass hier auch ein paar Leute da sind, mit denen ich sprechen kann. Fragen wir erstmal auf den Feldern nach. Ob hier vielleicht jemand was von Sam gehört hat. Gesehen habe ich ihn selbst noch nicht. Und er müsste ja in der Taverne sein, oder? Ja, bitte? Ihr. Ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Was habt ihr zu sagen? Moment, ich weiß überhaupt nicht, von was ihr sprecht. Ach ja? Klingelt es beim Namen Gleda, der Pracht meines Hofs? Entführt von einem Betrunkenen und verkauft an einen Riesen? Erinnert euch schnell, sonst lasse ich euch von den Wachen abholen. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber das klingt furchtbar. Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gleda züchten. Und kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Was? Wie? Warum sollte ich die Ziege... Was ist denn mit dieser Gleda passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Ihr erinnert euch nicht daran, eine Ziege gestohlen und an einen Riesen verkauft zu haben? Ich? Wie dumm seid ihr eigentlich? Holt sie. Zumindest wird sie euch folgen. Ihr riecht nämlich genau wie ihr gegorenes Futter, das sie so mag. Ach, ich war hier? Oh nein! War das wirklich... Habe ich wirklich so einen Rausch gehabt? Ich war hier, habe eine Ziege an einen Riesen verkauft? Sagt mal, habe ich irgendetwas darüber gesagt, dass ich einen Stab hier gelassen habe? Ihr habt so etwas erwähnt, als ihr mit meiner Ziege davongelaufen seid. Wisst ihr was? Wenn ihr mir meine Ziege zurückbringt, kümmere ich mich vielleicht um euren dummen Stab. Immerhin, das ist ein Wort. Ja, denn, ich sag euch eins, ich müsste... Sam und den Stab erstmal finden. Dann kann ich eventuell Gleda auch befreien. Ich weiß nicht recht. Ihr hättet Gleda gar nicht erst an den Riesen verkaufen sollen. Findet es doch selbst heraus. Na gut. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Wo ist der Riese? Oh. Hält sich Zauber an. Hält sich Zauber an. Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt nichts ab. Ich brenne doch. Ich mach doch gar nichts. Das ist ein Hellsichtzauber, der mich eventuell, wenn ich Glück habe, zu diesem Riesen führt. Der sonst wo sein kann. Ich sollte mich trotzdem ab und zu mal noch diesen
Tollkirschen umschauen, ne? Ach so, wir könnten... weiß nicht. Ich hoffe, dass der in der Nähe ist, dieser Riese, ne? Und nicht... Kilometer entfernt. Sonst hätte ich mein Pferd nehmen sollen. Halt, hier geht's schon mal rauf. Schon mal ganz gut. Also ich gehe jetzt zu einem Riesen. Ich mache mich aber nicht mit einem Riesen anlegen. Ich habe ihn aber verkauft. Vielleicht kann ich ihn ja zurückkaufen, die Ziege. Oder natürlich... Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ich hätte ihm das Geld für die Ziege... Aha, bist du noch da? Ja. Bin nicht so ganz sicher, ob ich da jetzt hin sollte. Da drüben ist tatsächlich eine Ziege. Hallo? Hallo, Riese? Kann ich die Ziege wieder haben? Uah. Wir reißen aus. Komm, komm Ziege. Komm. Ziege, du sollst zurück. Oder soll ich dich in deinen Einzelteilen zurückschaffen? Na, los halt mit. Komm mit. Wachsam lenkt den Riesen ab. Wachsam? Die Ziege kommt nicht mit. Ist ja blöd. Ich mag mich nicht mit einem Riesen anlegen. Und? Alles klar? Ich hätte... Ja... Armer Kerl, wenn ich dir das... Wenn ich ihn dir verkauft habe, habe ich ihn dir eigentlich verkauft, ne? Ja, das tut mir jetzt leid. Brauchte ich nicht irgendwo ein... So, Ziege, kommst du? Ja, kommt. Ich glaube, wir sind hier rauf, oder? Nein, wir sind nicht hier rauf. Wir sind auf alle Fälle nicht hier rauf. Verdammt. Wieder. Ja, wo... Wo sind wir hergekommen, ne? Von da drüben, ne? Ich hoff's. Doch, ja. Sehr schön. So, kommt ihr alle. Wo ist die Ziege? Wäre blöd, wenn wir jetzt ohne Ziege zurückkommen würden. Na los. Heieiei, hier ist was los. Halt. Hier macht man was mit. Alles klar? Ja, ja. Bell du nur. Lach mich nur aus. Aber das war nicht schön. Wenn ich die Ziege wirklich an den Riesen verkauft habe, dann war das wirklich jetzt nicht gut.
Besser wäre es wirklich gewesen, ich hätte einfach dem Mann das Geld gegeben. Ja, eindeutig. Eindeutig. Viel besser. Naja. So, mal schauen, was er mir jetzt über den Stab und Sam erzählt. Ein weiterer schöner Tag für die Arbeit auf den Feldern. Ich beneide die Städter nicht, denen die Freuden der Arbeit auf dem Feld versagt bleiben. Wo kommst du, wen ich nicht beneide? Die armen Kinder, die ihre Eltern in diesem Krieg verloren haben. Leben verloren, Ernten verbrannt, Land vernichtet. Es gibt keine größere Sünde als den Krieg. Oh ja. Ein wahres Wort. Es gibt keine größere Sünde als den Krieg. Im Grunde gibt es auch keine größere Sünde als den Kampf, den ich täglich, täglich begehe. Ich heiße Annis. Wenn Freunde von euch Geschäfte in Weißlauf machen, dürften sie mich kennen. Wo ist denn... War da... weißt du zufällig, wo... Habt ihr schon mit Raeldith gesprochen? Sie ist wie eine Mutter für mich. Du warst doch derjenige welcher, ne? Hier ist übrigens die Ziege. Und könnt ihr mir jetzt helfen, meine Schritte zurückzuverfolgen? Gleda! Nicht ein Kratzer! Welch glücklicher Tag! Ich weiß immer noch nicht, warum ihr sie gestohlen habt. Ihr habt es in einer Notiz erklärt, aber die eine Hälfte ergab keinen Sinn und über die andere hattet ihr Met verschüttet. Ich konnte nur nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf erkennen. Und selbst das war hauptsächlich Gekritzel. Ihr könntet es dort versuchen. Bis dann! Isolda in Weißlauf? Die kenne ich. Die kenne ich. Ja, Gott sei Dank hat er nicht gesehen, dass sie ein bisschen verbrannt ist. Wir gehen mal lieber schnell fort, ehe er es merkt. Nehmen unser Pferd und gehen zurück nach Weißlauf. So ganz schnell. So ganz, ganz schnell. Ich glaube, die Richtung ist nicht schlecht. Und auf geht's. Viele Gefahren. Viele Gefahren auf der Reise. Spinnen. Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppierungen. Aber ich bin mit meinem Pferd vorbeigeritten, so schnell es irgend ging. Ich weiß nur nicht, was mit wachsam ist. Ja, dann schaue ich mal bei Isolda vorbei, wenn ich schon mal auf dem Weg hier bin. Dort könnte ich eventuell auch gleich was essen. Genau. So. Oh, da bist du ja. Na, Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ich hatte schon ein wenig Sorge. So, zurück in Weißlauf. Die Händler
Die sind immer noch da, oder zumindest werden die Vorräte wahrscheinlich aufgefüllt. Bei Bellator wahrscheinlich. Bellator, ja, da könnte ich mal reinschauen. Mein Zeugs verkaufen. Wäre nicht der schlechteste. Ja, wachsam. Bevor ich das aber mache, würde ich gerne bei Arcadia mir einen Krankheitsheiltrank kaufen. Mal schauen. Ist sie offen? Ja. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Arcadia, ich bin immer wieder beeindruckt, was du aus deinem Laden gemacht hast. Hallo! Was benötigt ihr, mein Freund? Dann seid ihr also ein Alchemist? Ich bin angehender Alchemist, habe mich aber noch nicht sehr mit beschäftigt. Also noch nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Ich bräuchte einen Trank gegen Krankheit. Habt ihr da was? Oh, ja, und ich muss sagen, als guter Kunde, ne? Also ist der Trank jetzt wirklich erschwinglich. Also mehr oder weniger erschwinglich. Gut. Das wäre schon. Oder Moment mal. Dann seid ihr also ein Alchemist. Moment mal. Habt ihr Salz zufällig? Nur mal so gefragt. Gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Apropos. Ihr erkennt doch immer, ob ich krank Lasst bin. Lasst es mich so. Einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Deswegen, ich frage ja. Wie sieht's denn aus? Alles klar? Mit meiner Gesundheit? Okay, gut. Ja, wollte nur mal wissen. So, dann würde ich sagen, suchen wir mal diese Isolda, ne? Isolda. Wo bist du denn? Ihr seid also endlich wieder da. Seht ihr, ich habe Geduld gezeigt, aber ihr habt immer noch Schulden bei mir. Wie bitte? Wie viel schulde ich euch denn? Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Was? Hochzeit? Ring? Oh, ich trinke nie wieder etwas. Ich rühre Schnaps oder Wein nicht mehr an. Das ist ein Versprechen. Wisst ihr eigentlich, was ich damit gemacht habe? Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Was war denn das für eine Geschichte? Und mit welcher Verlobten? Wie könnt ihr das vergessen haben? Das war die entzückendste Geschichte, die ich je gehört habe. Ihr habt euch bei Vollmond kennengelernt. Unter dem größten Baum in Hexennebelhain. Während um euch herum die Glühwürmchen tanzten. Es klang wie ein Märchen. Ja, das... Ja, was soll ich sagen? Im Grunde... müsste ich... Ja, wo ist denn diese Hochzeit? Es muss ja eine wilde Nacht gewesen sein, wenn ihr euch daran nicht mehr erinnern könnt. Aber vor der Hochzeit bekommt wohl jeder kalte Füße. Und ich hatte ja wirklich gesagt, ihr könntet euch mit dem Bezahlen Zeit lassen. Ihr sagtet, die Zeremonie solle in Morvunskar stattfinden. Vergesst nicht, dass ihr noch Schulden bei mir habt. Ja, nee, vergesse ich nicht. In wo? Morvunskar? Davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Lebt wohl. Noch nie in meinem Leben. Aber ich werde jetzt erstmal was essen.
Mal schauen, was Hulda so im Angebot hat. Heieiei! Wachsam, hörst du das? Nie wieder ein Schluck. Hochzeit? Murwunskap, noch nie gehört? Kommt da rein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Danke. Schaut nicht so müde drein. Ja, was soll ich machen? Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Keine Chance. So, ich bräuchte ein bisschen was zu essen. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Danke. Was habt ihr denn im Angebot? Sag, das ist hier nicht euer Ernst, oder? Ich meine, wenn ich daran denke, dass Barbas oder Wachsam hier drin ist... Also, Hulda, ich war ja bis jetzt immer auf eurer Seite, aber das... Also, das ist... Das ist hart. Hundeeintopf. Das ist wirklich hart. Ja, was habt ihr überhaupt? Habt ihr überhaupt irgendwas anderes als Hundeeintopf? Achso, hier, Rindseintopf. Ja, den nehme ich. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Nein, danke. Bis zum nächsten Mal. Dann esse ich erstmal meinen Rindseintopf und nicht Hundeeintopf. Meine Güte. So. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal zu dieser Stelle, zu diesem Baumstumpf gehen. Ne? Ansonsten haben wir ja hier nichts mehr zu tun. Ach doch, zur Billetor wollte ich noch. Billetor, mein Freund. Ich bin schon unterwegs. Ich will wissen, wenn euch etwas gefällt. So passt doch auf! Entschuldigung. Das hat hier... Tut mir leid. Tut mir leid. Alles steht zum Verkauf. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen was zu verkaufen. Zum Beispiel hier ein Amethyst. Ich sollte mal wieder in mein Haus. Wäre nicht schlecht. Bevor ich nach Refton gehe, werde ich... Ach, ich Dummkopf. Ich habe ja noch die Dibella-Stadt. Die Lisbeth möchte wahrscheinlich, ne? Blöd. Blöd. So, was ist denn das hier? Das kann weg, eins davon. Ja, im Grunde lege ich das nie an, ne? Ach so, halt. Sollte ich nicht irgendjemanden irgendwas von Arkai bringen? Keine Ahnung, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. So, das lege ich auch nie an, merke ich. Obwohl, es ist von Kynarit, ne? Okay, ich belasse es. Was ich wieder... mal merke, ich hätte natürlich erst, ich Dummkopf hätte natürlich das erst aufwerten müssen. Tja, nicht schön. So, weg damit. Ach so, ja, das haben wir hier. Hast du noch ein bisschen Gold? Ich hoffe. Was ist damit? Das können wir aber noch aufwerten. Jups, das könnte ich noch aufwerten. Das werde ich mal nicht hergeben. Das schon. Ja, ich bin immer noch nicht... Naja. Ah, das hätte ich alles aufwerten können. Ich Dummkopf. Na gut, dann Billetour war es das schon wieder. Ich glaube, ich brauche nichts mehr. Bitte kommt wieder. Wahrscheinlich. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Ja.
Und nun? Und nun, ja, ich würde wie gesagt gerne mal diesen Übergabeort aufsuchen. Was soll ich da finden? Irgendein Gegenstand, ne? Übrigens ist hier, merke ich gerade, ist der Händler weg, ne? Draußen war er noch. Hier ist er weg. Na gut, dann auf. Tja, ich denke, Lisbeths, die Bella-Statue muss warten. Wachsam, die muss warten. Erstmal. Und diese Hochzeit, die muss auch erstmal warten. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht heiraten lassen. Vor allen Dingen niemanden, den ich gar nicht kenne. Gott, was habe ich da wieder angerichtet? Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Haus. Von dort werde ich mal schauen, dass ich diesen Gegenstand oder dass ich dieses Geschäft mache bei diesem, ich weiß nicht, war es ein ausgehöhlter Baumstumpf? Irgend sowas. Ich denke schon. Ganz schön zugewachsen hier, ne? Ich denke... wir sollten hier nächtigen. Oder was sagt die Sonne? Ich denke schon, dass wir hier nächtigen sollten. Gut, na dann komm mal mit. Ich zeig dir mal mein Haus. Schau hin. Nicht schlecht geworden, ne?